Hi. Ja, ihr habt richtig gesehen. Wir sind auf dem Friedhof. Ich hoffe, das klappt heute. Das ist nämlich der zweite Versuch schon. Wir waren nämlich schon mal hier und haben schon mal gefilmt. Wir wissen nicht, ob das irgendwie ja, Magie war, Voodoo oder irgendwelche anderen Kräfte oder wir einfach nur es irgendwo verbockt haben, irgendwie richtig aufzunehmen oder es abzuspeichern. Auf jeden Fall befinden wir uns hier auf dem Friedhof. Der heißt heute Friedhof, also Cementerio Colosal. Da drüben, das zeige ich euch nachher nochmal, da ist auch der amerikanische Friedhof. Aber hier, das war der Friedhof, den nannte man früher Coco Solo. Und ja, ihr denkt euch jetzt, warum sind wir hier? Deswegen, weil Alma nämlich, als sie in Panama City war, wurde ihr ganz viel über diesen Friedhof erzählt, und zwar von Madame Louise. Hier sind dann nämlich ganz viele Leute hin, die an Voodoo geglaubt haben und die Voodoo betrieben haben. Es ist ja, auch in Benin ist es zum Beispiel eine Religion, für manche ist es einfach nur Humbug, ja. Manche nehmen es sehr ernst, immer noch, und es war vor 100 Jahren genauso wie heute, also es passierte hier, und es war halt gang und gäbe, dass man auf dem Friedhof Coco Solo einfach ja, Gegenstände begraben oder halt teilweise auch irgendwie Körper ausgegraben hat und dann die auch beschädigt hat und einfach irgendwie Finger abgeschnitten und so weiter und so fort. Ja. Und Alma ist damit in Berührung gekommen, wie gesagt, durch Madame Louise. Die hat sie kennengelernt, als Madame Louise arbeitssuchend ins Büro von Alma gekommen ist. Also es war nicht Almas Büro, aber sie hat damals bei einer Arbeitsvermittlungsfirma gearbeitet, und da hat sie gleich die Gelegenheit genutzt, um mit Madame Louise ins Gespräch zu kommen. Hat das auch so sich auch ganz clever angestellt. Sie hat sie nicht einfach gefragt, sag mal, Madame Louise, wie ist das denn mit dem Voodoo und ist das wirklich hier und mit Zauberei, sondern sie hat sie so ein bisschen ins Gespräch verwickelt, und dann zum Schluss hat Madame Louise sie auch so gefragt, Signora, Sie sind ja sehr gescheit, könnten Sie mir vielleicht aus der Hand lesen, ja? Und dann hat Alma das auch gemacht, und so haben sie sich dann angefreundet, und Alma hat sie dann des Öfteren besucht, und da hat Madame Louise ihr ganz viel über Coco Solo, über Voodoo, über Zauberei, über Krötenherzen, die sie irgendwo an irgendeiner Wäscheleine getrocknet hat, also das ganze Programm. Ja, ja, es hört sich alles sehr düster an, wenn man es dann halt liest. Das ist, habe ich nämlich hier nachgelesen. Das ist das Buch, es ist auf Slowenisch, heißt Salmo Svet Vroča in Grešna, und zwar übersetzt von Jerneja Jezernik über Panama und über die Zeit, die Alma halt hier war. Im Original, im Deutschen, ist das Der Todesdorn, und der ist halt in Berlin beim Prismen Verlag 1933 erschienen. Vielleicht findet man das jetzt irgendwie noch im Internet, das Original. Hoffentlich gibt es bald eine Wiederauflage, weil das doch ziemlich spannend ist. Und da drüben, das ist der amerikanische Friedhof von den Kanalarbeitern, die hier halt den Kanal aufgebaut haben, also den Panama-Kanal. Da drüben, da gibt es auch ganz viele Villen, und das war auch von Alma in ihrem anderen Buch Einsame Weltreise sehr gut beschrieben, wie sie da immer sehr gerne spazieren gegangen ist, weil es doch so sehr schön war. Und hier ist es tatsächlich sehr, sehr grün. Es ist ein bisschen außerhalb von der City, also es gibt auch keinen Lärm, es ist wirklich eine Ruhe. Wir haben auch schon ganz viele Vögel vorher hier zwitschern gehört und gesehen, und ja, also es ist schon sehr, sehr schön. Ein bisschen Dschungelfeeling, aber ich kann es mir gut vorstellen, wie es damals war, als einmal hier gewesen ist.